Oh, Leute, hier von Nanaimo oder wie auch immer man diese Stadt aussprechen mag, live, so halb live, wenn das YouTube-Video hochgeladen wird. Ihr seht, hinter mir ist etwas Sonne. Das ist schon mal nicht schlecht, das ist mal ein guter Start in den Tag. Das erste Mal kein Regen und etwas blauer Himmel, ist geil. Was weniger geil war, war das Hotel, das ist die Travel Lodge hier. Wir haben einen Deluxe Room gehabt, hat zwei kanadische Dollar mehr gekostet. So was geben wir uns da, nicht in den großen Luxus hier für 2 kanadische Dollar. Das Zimmer war ganz okay, war so typischer Motel-Style. Was richtig scheiße war, war das Bett. Ne? Wir beide haben jetzt Rückenschmerzen, weil also wenn das war ungefähr so durchgewölbt, ne, die Matratze. Also keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Wir fahren jetzt von Nanaimo, vielleicht essen wir noch so eine Nanaimo Bar, so ein super bekanntes Dessert sein, wo man auch danach den Rest des Tages wahrscheinlich nichts mehr essen muss. Das wäre noch ein Plan. Und dann fahren wir nach Südwesten, also durchqueren die ganze Insel hier und gucken mal, was es da so gibt. Wieder aus Vancouver Island. Dieses Mal, ihr merkt, ich bin etwas erkältet hier von dem fantastischen Wetter, das wir hier haben. Das ist der Cathedral Grove hier. Und was es hier hat, es sind wirklich ziemlich große Bäume. Sieht geil aus. Und ist etwas touristisch. Der Walk geht irgendwie, keine Ahnung, oder Trail kann man es nicht nennen. Es sind irgendwie 10 Minuten, da ist man rundherum gelaufen. Und sieht aber schön aus. Wie gesagt, ist es touristisch. Gefühlt sind hier nur Touristen. Aber ja, wenn man kurz mal was sehen will, ist das definitiv eine Empfehlung wert. Und hier haben wir noch den Big Tree. Der auch wirklich ganz schön groß ist. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie mit der Kamera jetzt einfangen konnte. Aber ist schon, gibt es zumindest in der Schweiz nicht ganz so große Bäume, von daher schon ganz sehenswert. Ich filme, es ist windig und das Highlight hier ist, ich teste hier diesen Nainomi Bar, das sieht so aus und wenn er zu lange in der Sonne ist, dann klebt er festlich. Probier jetzt mal schauen, wie es ist. Eine Mischung aus okay und Zuckervergiftung. Das ist wirklich nicht, ich kann es nicht zu 100% empfehlen. Ja, es gibt Gründe, warum es diesen Nainomi Bar nur in Nainomi gibt. Dass es weltweit sich nicht durchgesetzt hat. Das ist nicht, ich würde es nicht wieder kaufen, ehrlich gesagt. Ja, darf ich so viel zum Nainomi-Test. Was ich aber auch noch gefunden habe, das ist zwar eigentlich unerwähnt, das ist dieses Herbs Original irgendwas. Dachte ich, probieren wir mal. Das ist Herbs Original und das ist richtig hässlich, also diese Mahlzeit nicht gut. So, das Essen war scheiße, jetzt probieren wir was Besseres, nämlich wir probieren den besten Donut-Shop von Vancouver Island. Mal schauen, was der hergibt. Die Donuts von Vancouver Island, hier ist er. Kostet irgendwie $1,40, 20er Pack war $6, das ist preiswert. Und
Weiß nicht, ob es einen Dunkin' Donut gibt hier. Noch keinen gesehen. Nicht, dass es schlecht wäre. Aber wenn das der beste Donut von Vancouver Island ist, dann möchte ich die schlechten nicht probieren. So Leute, hier wieder aus, sind wir endlich da im Süden von Vancouver Island angekommen. Das Ukulele oder sowas, Ukukukulele, was auch immer, wie man diesen Städtenamen aussprechen soll. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, solche Städtenamen zu erfinden. Sind nicht ganz naheliegend. Sieht hier ganz schön aus. Wir waren etwas überrascht, weil, okay, wir sind jetzt Samstag hier. Ist tatsächlich alles ausgebucht, bis auf irgendwie zwei Hotels, die es noch gab. Oder ja, irgendwelche, auch Airbnb übrigens. Preise so 200 Dollar aufwärts. Jetzt haben wir ein Hotel genommen, es war so 220. War, zwei Betten war wichtig, war viel zu teuer. Und dann auch richtig schöne Überraschung, wenn dann der Tax noch irgendwie 40 Dollar on top, das natürlich nirgends gestanden ist, dass es so teuer war. Jetzt kostet es, ist wahrscheinlich das teuerste Hotel vom ganzen Trip. Und ohne Scheiß, das ist es wirklich nicht. Es ist da schön, die Aussicht ist natürlich schön, man sieht das, man bezahlt die Aussicht. Aber das ist auch alles, ne? Ansonsten ist es ein Motel, wie es unzählige gibt. Und dafür den Preis zu verlangen, ist schon etwas. Man bezahlt wirklich hier die Aussicht, aber hätte ich jetzt nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Jetzt gehen wir nach in den Westen. Frag mich nicht, wie diese Stadt heißt, müsste ich jetzt auch wieder nachgucken. Und mal schauen, ob da noch das Video, ob es da noch was hergibt. Mal schauen, ich bin gespannt. Bleibt auch gespannt. 30 Minuten ungefähr von Uku irgendwas sind wir nach Tofino gekommen. Wir haben tatsächlich immer noch Sonne. Sieht auch hier wieder, das Background ist schon schön, ne? Mit See und so weiter, Meer, Bergen. Wunderschöne Szenerie. Als Schweizer ist man natürlich verwöhnt. Hat man zu Hause eigentlich auch. So muss man auch so sagen. Was ich hier sehe, ist, es gibt relativ viele Vögel. Vögel sind ein Highlight hier. Und auch hier kann man wieder mit dem Flieger hier. Wasserflugzeug hat man die Möglichkeit. Aber ansonsten ist Tofino so für mich bis jetzt sehr touristisch, wahrscheinlich so ein Surferörtchen. Und wenn man surfen möchte, ist das, ich denke, der place to be. Aber ansonsten jetzt so, ja, so eine Straße, ist jetzt nicht, kann man sich mal angucken, wenn man hier ist, aber ist jetzt nicht, nicht das Riesen-Highlight bis jetzt. Vielleicht entdecken wir es noch. Bis jetzt ist es noch nicht, hier. Ein Highlight habe ich auch mal gefunden. Das zeige ich euch. Das beste Highlight hier bis jetzt. Und zwar ist das der Hund, der surfen geht. Hier ist er. Hi. Guck, er will nicht losfahren. Er wirkt auch mehr oder weniger gelangweilt von meinem Video. Guter Hund. Ja, das ist so, das ist Tofino. Das ist, ich könnte ja durch die Main Street hier zeigen, aber ohne Scheiß, sie sieht eigentlich jetzt auch nicht wirklich zeigenswert aus. Sind jetzt von Tofino zurück und wieder bei unserem Hotelgebiet hier angelangt. Man sieht hier. Wissen wir jetzt, was Tofino tatsächlich geil macht, und das ist der Strand. Wir waren am Strand und der sieht richtig geil aus, die Wellen sind fantastisch. Also ich glaube, wenn du surfen willst, dann das ist schon ein cooler Spot hier. Ansonsten, man sieht es hier auch in der Gegend hier, der Himmel ist blau. Wir haben wieder Glück gehabt, obwohl die Prognose war Regen die ganze Zeit. Mir sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Und ansonsten fühlt sich das Ganze hier etwas an wie Key West in weniger. Also irgendwie von allem weniger, läuft auch nicht wahnsinnig viel. War aber vorhin noch beim Koreaner essen, der war richtig gut. Kann man empfehlen, weiß leider den Namen nicht mehr, aber der war gut. Und die Preise hier merkt man auch, sind etwas teurer, weil es offensichtlich keine Konkurrenz gibt. Das, auch die Restaurants und so weiter, das ist irgendwie alles teurer als sonst wo. Aber es ist gemütlich, es ist ruhig. Läuft auch nichts mehr irgendwie ab gefühlt 8 Uhr. Es ist, kann man sich mal wirklich, es ist ganz schön hier. Es ist wirklich landschaftlich, ist fantastisch und schön ruhig. Also durchaus empfehlenswert. So,
jetzt nochmal, ich freue mich, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr ein Abo hinterlasst, wenn ihr weiter guckt und euch die Szenerie hier reinzieht, die ich mir hier angucke, zusammen mit Roger, der übrigens nach wie vor nicht auf ein Video will. Weiß nicht warum, Kamerascheu vielleicht, keine Ahnung. Ja, wie auch immer, will man ja, kann man ja nichts erzwingen. Ne? So, in diesem Sinne, ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.